willkommen zurück zu Alex 2, dem Spiel mit den Morkons, den finsteren Bewohnern der Unterwelt, die alle nicht mit uns handeln wollen. Und ein bisschen was für Mordor haben. Wir können vor allem das lustige Spiel spielen. Was soll dieser Ort gewesen sein? Weil das hier sieht ja offensichtlich nachträglich gebaut aus. Die Decke sieht aber schon ein bisschen nach professionelle Schmiede aus, ne? Dass irgendein künstlerisch wertvoller Boden, Decke war? Das sind ja eigentlich alles U-Bahn-Tunnel hier, ne? Naja, auf jeden Fall sind die Morkons keine netten Leute. Das haben sie uns jetzt schon in aller Deutlichkeit beigebracht, nehme ich mal an. Was haben wir hier noch? Ach, das ist die Bar! Ah, lol. Ja. Okay, was kochen? Oh ja, ich kann Fleisch zubereiten. Machen wir das einfach mal. Haben wir das nämlich auch mal wieder getan. Ich könnte Geld klauen. Ja gut, ich habe überhaupt kein Interesse daran, hier irgendwas zu, noch mitzunehmen. So, handelt eventuell hier das Barmensch. Hey, es ist Marika! Stille umhülle dich. Jojojo. Wenn du zahlen kannst, darfst du dir meine Waren ansehen. Natürlich nur, wenn dir gestattet wurde zu handeln. Aber das weißt du ja sicher. Bisher nicht. Dann weiß ich nicht, was du von mir willst. Woher bekommst du deine Ware? Von unseren Kämpfern. Nicht alles, was sie erbeuten, muss abgegeben werden. Ein Teil ist für den Handel bestimmt. Und was die anderen Händler nicht verwerten können, landet bei mir. Ah ja, okay. Von unseren Kämpfern klingt ja auch wie geplündert. Ach, guck mal, sie hat sogar eine Registrierkasse! Wofür? Das Ding funktioniert wahrscheinlich seit 99 Jahren nicht mehr! Das ist eine Stromhätte. Sport auf die V, Breath of the Kangaroo. Tja, Sport, musst du auch mal probieren. Das hilft dir. Suchst du etwas? Ich meine, irgendwo müssen sie eigentlich ziemlich gute Rüstungsmacher haben, oder? Oder zumindest gute Gerber. Weil ihr Outfit, das sie anhat, das sieht schon ziemlich formpassend aus, ne? Und da brauchst du dann ja wahrscheinlich ganz gut geschmeidiges Leder, oder? Ich habe natürlich keine Ahnung vom Leder machen, aber es ist bestimmt nicht so einfach, oder? Das kriegt man doch bestimmt nicht einfach so ran. Hier wird nicht rumgeschlichen. Ah. Ich könnte eine deftige Kartoffelkarte. Stell hier ja nichts an. Jahreskarte schwimmen zähle ich nicht als Sport, verstehe. Ja, jetzt, wenn du jetzt einmal beim Schwimmen warst, musst du jetzt hier nicht in die dicke Hose machen. So, hier ist das Bad und das. Die Klos funktionieren bestimmt noch, ne? Aber hey, es gibt noch das weiche Toilettenpapier, was wir vollständig mitnehmen dürfen. So, wer seid ihr? Also ich warte noch darauf, dass hier einer von den nur 15 Morkons named NPC ist. Also das ist bis jetzt noch nicht passiert. Einer, der hier raus will, weißt du? Okay, die Betten sehen tatsächlich recht reich aus. Tour? Doch, meinte Fall du? Obwohl, jetzt fange ich ja mit Schlossgang an, ne? Das ist die einfachen Schlösser, die gehen halt wieder so. Das ist halt. Was haben wir hier? Was? Löffel? Lässt sich kaum verbiegen. Also, er ist also nicht für den Uri Geller-Move geeignet. Warum das so goldig aussieht. So. Was haben wir hier noch? Morkon. So kann man euch. Allgemeines Gegenmittel. Es ist immer wieder schön, dass das hier bestimmte Objekte einfach nicht als Klaugegenstände gefleckt sind, das Ganze nicht halt einfach mitnehmen. Das ist so dumm. Oh, was haben wir denn hier noch? Gebote Rabaks. Ah ja. Aus dem Widerstehen der Tragen des Schmerzens des Lebens entspringt der wahre Stärke. Das sagt absolut nichts aus, aber hey, sie haben Kaffee. Warum hören wir denn hier Raben oder Krähen? Wo sollen die denn sein? So, wo sind wir hier? Ne, weil hier kam ich gerade her aus der Richtung, oder? Okay, ich glaube, ich habe mich jetzt offiziell verlaufen in der Bude hier. Oder? Ist hier Wasser? Hier ist. Ob die irgendwie noch ein Oh, was ist das? Oder was, ne? Hey, ein Erzader! Ob die irgendwo noch einen Schläfer haben, den die anbeten oder so? Ich meine, die haben halt hier irgendwie dieses religiöse Dingsbums. Da kann ja immer noch sein, dass denen ihre Religion durchaus eine wahre Grundlage hat. Wäre ja nicht das erste Mal, ne? Jacobstown natürlich. Thompson wird nicht mehr erwähnt. Ja, ja, der gute Jacob. Das gute Jacobstown, ja, ja. Ja, achso, nee, hey, bin ich ja im Kreis gelaufen? Nee, oder? Hui! Ich will in die Richtung denn. Hui! So. Die Morkons brauchen Leute wie uns. Ja, zum Arbeiten! Glaubst du, ich hab mir das so vorgestellt? Ach, lol! Erst schleppst du mich in den Krater, dann deine scheiß Idee mit den Klerikern und jetzt das hier? Willkommen im schlimmsten Rattenloch des Planeten. Das ist alles deine Schuld! Ich gebe zu, die Nummer war nichts. Aber was hältst du davon, wenn wir... Ach, halt bloß die Klappe. Los, konzentrier dich auf die Arbeit.
Hey, das war eine gute Leistung. Ist doch hier ein Gesteinsbrocken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Warum Mama sieht das? Also, das ist, die meisten Sprachleistungen des Synchronsprechers fand ich ja, sagen wir mal, mittelmäßig. Aber das aufgeregte Sauersein, das kam jetzt ganz gut rüber, finde ich. Oder? So, wo geht's hier noch lang? Es sieht ein bisschen aus wie der eine U-Bahn-Tunnel, den wir schon mal betreten haben. Hauptsache, das Licht funktioniert hier noch. Was ich dabei gedacht habe, dass hier irgendwelche Lampen noch gehen. Sloppy! Ist das hier das Ende des Ganges? Das geht hier noch weiter. Ich meine, das ist der einschussgefährdete Bezirk, da wäre es denn Sloppy. Sprich mich nicht an. Wenn jemand mitbekommt, dass wir uns unterhalten, muss ich wieder Prügel einstecken. Los, ab mit dir. Okay, gut. Ja, ansonsten. Wie auch immer tief diese. Was ist denn das hier? Die zentrale U-Bahn-Station? Oh, warte, finden wir hier unten vielleicht Dixon? Ah, wir sollen doch noch Dixon umbringen. Der ist bestimmt hier unten irgendwo, oder? Weil ich bin hier noch auf der Karte gefolgt. Also komplett Thompson Town ist einfach überbaut, oder was? Warum sehen diese Fenster eigentlich so fies aus? Muss das was? Bedeutet das was? Es ist sehr stimmungsvoll hier unten. Warum auch immer hier über so viele Spinde rumstehen? Möchte ich das irgendwie noch erklären? Was? Wurden die konvertiert zu den Morgons? Es könnte mir nichts ferner liegen, um ehrlich zu sein. Weil... irgendwie gefällt mir denen ihre Philosophie nicht so gut. Okay, es geht ja einmal im Kreis, na gut. Das ist also ein absoluter Nichtgang. Tja, ansonsten ist hier noch irgendwas. Ja, Eisen- und Golderz. Aber gut, das ist hier unten wahrscheinlich relativ sinnlos. Es geht ja noch tiefer! Hey, du hast hier nichts zu suchen. Hey, es ist Bogumil! Die Tunnel hier sind nicht sicher. Absolute Einsturzgefahr. Wenn du Ratten jagen willst, such dir einen anderen. Aha. Keinen Schritt weiter. Hier ist Einsturzgefahr. Echt jetzt? Ist das jetzt echt dein letztes Wort? Kann ich ihn tatsächlich angreifen? Meine Geduld. Oh, warte, ich muss ihn eigentlich nur angreifen, ne? Meine Geduld ist am Ende! Ja. Sei still. Ich werde nicht nur wissen, was hier unten ist, wenn hier angeblich so eine große Einsturzgefahr ist. Okay, ist hier einfach nur den ihr privater Dungeon? Hey, du hast dir nichts verloren. Hier herrscht Einsturzgefahr. Sofort raus mit dir! Hä? Ist ja auch, wenn die Zerstörung steigt, nicht noch ein weiteres Mal nochmal. Also ich glaube, was wollen die von mir verstecken hier unten, oder? Jetzt kommt die. Du hast eine Schlägerei angezettelt, ja, das ist mir relativ egal. Hier herrscht Einsturzgefahr. Hier was rumliegen tut ja auch nicht, oder? Außer Ridium, wovon man das gut sein soll. Oh, wer ist er denn noch? Oh, das ist ja noch ein anderer. Hier ist nur eine 15 Wache, die hier rumrennt. Warten, das Rattenfleisch? Wenn dafür das hier so geile Einschutzgefahr ist, haben die sich hier ganz schön häuslich eingerichtet, ne? Da scheint es echt irgendwie nicht zu geben, was irgendwie zu beachten wäre. Ist ja enttäuschend. Okay, hier ist einfach so ein. Ist quasi einfach so ein Nichtgang. Naja, gut. Hier, dann ignorieren wir das hier mal. Sind seltsam, oder? Ich meine, was soll denn das? So, ist das nicht der Gang? Ja, gut, das ist der Gang, der zum anderen führt. Also, keine Ahnung. Was das hier soll? Naja, gut. Doch, da findest du Einschutzgefahr. Ja, du musst halt ewig weit rennen, um da hinzukommen. Und dann endet das hiermit? Weißt du, das ist ja übel weit. Das ist ja quasi der U-Bahn-Tunnel des U-Bahn-Tunnels. Der vor allem hier mitten quasi im Salzbergwerk liegt, ne?
Na gut, wir haben ja zwischendurch diesen Weg nach unten freigeschalten. Ich meine, irgendjemand könnte mir ruhig mal hier die Religion von der Bande erzählen, ne? Mit ihren komischen Stillstand mit Rabak, was die damit meinen? Die noch mehr Gebote Rabaks. Okay, also die könnten wir uns jetzt hier easy abholen, wenn wir dann wollten. So. Psst. Hast du ein paar Splitter für mich? Klar. Hier hast du welche. Danke. Das ist nett von dir. Jetzt sieht der Tag nicht mehr ganz so düster aus. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Sie musste sich auf den Typen einlassen. Wir sollten erst mal vor unserer eigenen Haustür kehren. Einer muss den Sauhaufen ja führen. Okay, lauter nur 15 Morkons hier. Wirklich? Ja, wirklich? Eine Gelegenheit darf man nicht ziehen lassen. Ach, das Costa. Hast es an Batulga vorbeigeschafft, was? Willkommen im Keller, dem einzigen Ort, wo nur der Alkohol zählt. Hier, geht aufs Haus. Cool. Danke. Wenn sonst noch was sein darf, immer raus damit. Bei mir gibt's kein Spülwasser, nur edelste Tropfen aus den toten Händen unserer Feinde. Nett. Hat jeder von dir so zuvorkommend behandelt? Natürlich. Nicht nur meine Ware ist erstklassig, auch die Kundschaft. Oho. Ein Vorteil, den kaum einer meines Berufsstandes hat. Typen, die anschreiben, gibt's bei mir nicht. Dann war der Kerl am Eingang wohl die Ausnahme. Wieso? Weil er mich nach Splittern gefragt hat. Ist das so? Das haben wir gleich. Was? Ich habe nicht mal die Wahl gehabt, dir nicht zu verpfeifen. Runter vom Stuhl, aber ein bisschen plötzlich. Sie vor, sie so lange arbeiten zu lassen, bis sie umkippt. Keine Sau. Ach, denk einfach nicht drüber nach. Brich dir darüber doch nicht den Kopf. Eine Gelegenheit darf man nicht ziehen lassen. Bettelst du meine Gäste an? Nein, ich... Batulga wird wohl nachlässig. Mal sehen, was er mit dir anstellt, wenn er davon erfährt. Keine Splitter, kein Keller. Ich bin bald wieder flüssig. Versprochen. Grün und blau wirst du bald sein. Los, mach einen Abflug, du verdammter Parasit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Schnurrt der Penner hier die Leute an, ich fass es nicht. Was ist das denn überhaupt für ein Raum? Also, der Ofen sieht ja so nachgängig gebaut aus, aber der Boden hier? Ich hasse Bettler. Das Pack hat in meinem Keller nichts verloren. Aber was reg ich mich auf? Du willst sicher etwas kaufen, nicht wahr? Verkaufen eigentlich. Ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. Dann bist du bei mir richtig. Nur, weißt du, ich bekomme immer so einen trockenen Mund vom Reden. Und ich kann mich ja nicht einfach so von meiner Ware bedienen. Sonst könnte ich ehrbare Leute wie dich nicht mehr bewirten. Du willst bezahlt werden. So sieht's aus. Jede Auskunft, die ich gebe, kostet. Aber jetzt mach kein langes Gesicht. Die erste gibt's umsonst. Wie gut, wenn man reich ist, ne? Da macht dann irgendwie, das ist mir absolut gar kein Problem. Das kann die Leute einfach bezahlen und kommen gut weg damit, nicht wahr? Was haben sie in der Grotte? Was ist denn jetzt wieder die Grotte? Das ist irgendwie, ja, gibt's hier 10 verschiedene Wörter für Höhle. Das verwirrt mich einfach nur. Was erzählt man sich in der Grotte? Ah, du bist an der hiesigen Gerüchteküche interessiert. Schon? Wie wäre es damit? Man munkelt, dass nicht alle Abwerber ihre Beute hierher zurückbringen. Und da nur wenige Resistente ihren heiligen Arsch vor das Tor bewegen, könnte da durchaus was dran sein. So eine kleine Wertanlage außerhalb ihrer Reichweite ist sicher nicht die schlechteste Idee. Du willst jetzt sicher wissen, warum dich das interessieren sollte. Nun, einer meiner Gäste hat vor kurzem den Tresen als Kopfkissen benutzt und hat im Delirium ein paar Dinge ausgeplaudert. Hier, ich habe mir alles notiert. Vielleicht ist das Ganze auch nur eine Luftnummer. Herzlich notiert. Komme eh nicht dazu, mich draußen umzusehen. Wenn du an weiteren Gerüchten interessiert bist, komm später wieder. Und wenn du bereit bist, ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen, habe ich noch ein paar Leckerbissen für dich. Welcher Art?
Informationen über Vlad und die Stimme Kahns zum Beispiel. Ich rate dir, die Splitter zu investieren. In Zeiten wie diesen sind Informationen alles, mein Freund. Ich habe keine Ahnung, wer Vlad ist. Aber klar, lass uns nach Informationen über irgendeinen Typen fragen, von dem ich noch nie was gehört habe. Wie kommt es, dass ihr eine Kneipe habt? Ach so, nennt ihr das da draußen. Für uns ist das nur der Keller. Aber um auf deine Frage antworten zu können, muss ich ein wenig ausholen. Wenn du etwas Zeit mitgebracht hast, erzähle ich dir die Hintergründe. Klar, Worldbuilding ist genau mein Ding. Ich bin ganz Ohr. Ich habe den Keller von meinem Vater, Ravak hab ihn selig, geerbt. Ja. Und zu seiner Zeit war er den Resistenten immer ein Dorn im Auge. Als dann aber die Streitigkeiten zwischen ihnen und den Abwerbern größer wurden, fand ein Umdenken statt. Warum? Weil Alkohol mehr kann, als nur deine Birne aufzuweichen. Er lässt dich Schmerzen leichter ertragen. Okay. Wow. Und weiter? Wie ich schon sagte, bei der Bestrafung durch die Resistenten spielt Schmerz eine zentrale Rolle. Du hast sicher schon von der Blutzisterne und den Peinigern gehört. Wenn nicht, sei froh. Jedenfalls ist nicht jeder Morgon, der vorgibt, Ravak zu dienen, so stark, dass er die Tortur ohne Betäubung wegsteckt. Das wissen auch die Resistenten. Darum drücken sie beim Alkohol ein Auge zu. Kennt man ja. Blut predigen, Wein saufen. Und das alles, damit sie ihr Gesicht wahren können und die Abwerber nicht auf die Barrikaden gehen. Wow. Also, das... Okay, das ist... Ja gut, das ist nicht so ernst zu nehmen. Also bis jetzt ergibt immer noch alles Sinn, behaupte ich. Verstehe, weiter. Ein Haufen Betrunkener ist ebenso gefährlich wie ein paar Aufwiegler. Also musste ein System her, damit beides sich die Waage hält. Bad Tulga. Ist das nicht schlecht fürs Geschäft? Nein. Er stellt sicher, dass nur Leute mit vollen Taschen den Keller betreten. Oder glaubst du ernsthaft, dass hier jemand sein Elixit behält, wenn er sich nicht zu wehren weiß? Mir ist es nur recht. Klar, hier und da rutscht mal einer durch, aber ebenso schnell rutscht Batulga dann die Hand aus. Okay. Sie haben also das Prinzip Türsteher entdeckt. Das ist aber schön, wenn man so Parallelevolutionen hat, ne? So, gut. Kann der was verkaufen? Was hast du im Angebot? Sieh dich um. Der kann wirklich was verkaufen. Meine Heiltränke, die ich nicht brauche, aber... Hey, wir können ihn immer in diese wunderschöne Berserker-Axt verkaufen. Und... Hab ich nicht mal was anderes? Und diese wunderschöne Kriegsaxt. Und diese andere wunderschöne Kriegsaxt. Hab ich noch was? Und dieses prächtige Beil. Das ist echt nicht mehr wert. Wow. Sonst irgendwas? Scheint nicht so. Na ja, gut. Großangst. Ja, schade, ich kann ihn gar nicht mehr anbieten. Da kann ich ja nur 1500 bei ihm machen, Mensch. Ich kann nicht mal Fleisch bei ihm kaufen, weil er keins hat. Na gut. So, Infos. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen? Denk aber daran, vorher ein paar Splitter auf den Tisch zu legen. Zwei nur? Sonst erfährst du gar nichts. Ja, der Humane... Das ist das für Preise hier. Fangen wir gleich mal mit dem saftigen Zeug an. Was muss ich über die Stimme Kahns wissen? Dieser Kerl ist ein einziges Rätsel. Toll! Hat weder einen Namen noch eine eigene Meinung. Nicht einmal eine Vergangenheit. Es ist offensichtlich, dass da was faul ist. Du musst schon genauer werden. Man hat ihn schon des Öfteren gesehen, wie er einen Gegenstand in der Hand hält. Aber immer wenn jemand einen Blick darauf werfen wollte, hat er ihn schnell in der Tasche verschwinden lassen. Meiner bescheidenen Meinung nach lohnt es sich, der Sache auf den Grund zu gehen. Und ich verstehe etwas von diesen Dingen. Das war ja eine krasse Nichtinformation für 300. Na gut, dann noch eine weitere Nichtinformation für 100. Was erzählt man sich über Vlad? Weißt du, nicht alle Ratten kriechen in unseren Gängen umher. Einige tummeln sich mitten unter uns. Vlad ist so eine Ratte.
Nach außen hin tut er so, als könnte er kein Wässerchen trüben. Aber in Wirklichkeit hängt er an Kahns Leine. Trau ihm nicht. Wenn er dich zu irgendetwas überreden will, sei gewarnt. Überleg dir zweimal, was du in seiner Gegenwart sagst. Werd's mir merken. Wenn du gleich abdampfst, verhalt dich unauffällig. Er steht hinten in der Ecke und muss ja nicht gleich mitkriegen, dass du über ihn im Bilde bist. Okay, gut, die anderen beiden Fragen interessieren mich ja exakt null. Ich meine, das wären doch die billigsten, aber naja, gut. Okay, gut, schön. So, wo ist jetzt Vlad? Ich will mit ihm reden. Der klingt irgendwie so, als wäre eine interessante Person. Ich hatte ja bestimmt interessante Geschichten für mich. Das ist er wahrscheinlich da vorne, oder? Wir reden noch mit ihm, aber im nächsten Mal uns da anschauen.